Hallo ihr Lieben, Food Diary Zeit, wow, das 50. Leute, das 50. Food Diary ist jetzt schon online oder heute mit diesem Video online gekommen. Mega, mega. Ich hätte ja niemals gedacht, wo ich mein erstes Food Diary hochgeladen habe, das wollte ich sogar erstmal nicht hochladen, weil ich mir dachte, oh Gott, wie viel Hate bekomme ich bei meiner chaotischen Ernährung? Ich habe mir gedacht, oh Gott, die Leute machen mich nieder, die machen mich fertig, weil jeder weiß, ja, gesund ist was anderes, ne? Gesund ist die Banane, gesund ist die Gurke, aber doch nicht mein Essverhalten mit meiner Sucht nach Süßen. Und was soll ich sagen, Leute, es kam dann so gut an, das erste, dann habe ich das zweite gemacht, dann das dritte, vierte, fünfte, sechste und irgendwann wurde das regelmäßig. Irgendwann habe ich dann eingeführt, es kommt einfach jeden Sonntag eins online und irgendwann habe ich eingeführt, dass ich es einfach immer mein Essen mitfilme und jetzt ist es manchmal so, wenn ich irgendwo nicht filmen kann, weil, keine Ahnung, weil ich da nicht filmen darf, meine Kamera nicht auspacken darf, Kinderfest oder sowas, da darf man ja nicht das Handy auspacken, dann kommt es mir schon so richtig, oh Gott, ich habe mein Essen nicht gefilmt, oh mein Gott. Also es ist so richtig einfach übelste Gewohnheit geworden, es ist einfach mega und mich freut es so, dass es immer noch so gut bei euch ankommt und macht mir immer noch wahnsinnig Spaß, deswegen immer fleißig Daumen nach oben geben, ne? Und kostenlos abonnieren, falls du es nicht getan hast, so weiß ich auf jeden Fall, die Food Diaries müssen bleiben, sie müssen weiterhin online für euch kommen, weil es euch einfach Spaß macht, weil ihr diese Videos einfach feiert, weil sie einfach nicht die Mehrheit wie hier auf YouTube ist, sondern eher die Minderheit, weil nicht jeder so ein Essen präsentiert, wobei so ganz, ganz viele, glaube ich, einfach so essen, aber es ganz viel Angriffsfläche einfach bietet. Aber ich habe so eine mega Community, euch einfach mega, die mich einfach unterstützen und sagen, hey, wir feiern deine Videos, weil sie einfach so normal sind, weil sie einfach so chaotisch sind. Wir feiern das und das liebe ich so an euch, ja. Ich habe auch wieder einen Haufen an Fragen. Letztes Mal habe ich noch gesagt, ihr fragt nichts mehr. Und dieses Video, beim letzten Video kamen so viele Fragen von euch, dass ich am Ende dieses Videos auf jeden Fall wieder ein paar kurze Fragen sind, von euch beantworte. Also gerne bis zum Ende dranbleiben, dann beantworte ich vielleicht auch von dir eine Frage. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei 7 Tagen, weil das ist ja eine Jubiläumsfolge. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, wenn immer die 50, 40, 60, 70, also immer die volle Zahl oder eine runde Zahl ist, dann mache ich 7 Tage für euch und das ist jetzt das 50. Leute. Ich bin gespannt, ob ich noch beim 100. immer noch hier sitze und ihr immer noch so die Food Diaries feiert. Ich bin echt gespannt. Also ich feiere das auf jeden Fall. Ich finde es mega, mega cool von euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Weil sonst sagen wieder ganz viele, Lisa quatscht doch nicht so viel, wir quatschen am Ende, okay? Also viel Spaß. Über den Daumen und ein kostenloses Abo nicht vergessen, freue ich mich immer riesig. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin so aufgeregt heute, weil heute kriege ich neue Augenbrauen, also so mit Mikroblending. Und jetzt fahre ich jetzt auch gleich los. Wir haben es jetzt 12.15 Uhr und ich habe nichts gegessen, weil ich einfach so aufgeregt bin und nervös. Und ich habe Angst, dass es scheiße aussieht. Ich habe Angst, dass es weh tut. Aber ich freue mich einerseits drauf. Und dann dachte ich mir, ich nehme jetzt einen Kinderriegel mit auf die Fahrt. Ja, der beruhigt mich dann bestimmt, ja. Und den werde ich jetzt essen. Also das ist mein Frühstück, geil, gell? Ja, vielleicht fahre ich noch bei McDonald's vorbei oder so. Aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger vor lauter Aufregung. Na egal. 12.15 Uhr auf jeden Fall. I guess I should have run out after you. I should have. I do not feel like I've been torn apart. And I don't know why. We wrote. Guten Morgen, ich habe mir jetzt ein Schokomüsli gemacht. Ich habe gestern Abend ja auch gar nicht mehr rumgefressen, aber wobei ich muss sagen, bei der Tupper-Party habe ich auch ordentlich gegessen. Da gab es ja dann noch Abendessen sogar und davor habe ich die ganze Zeit diese süßen Teile gegessen und die ganzen Käse, Weintraubensticks, glaube ich, habe die allein gegessen, die waren so lecker. Aber ich habe ja auch gestern fast den ganzen Tag nichts gegessen und ich glaube, die Tupper-Party war dann mein Essen aus einem Kinderriegel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mit meinem Mikroblending da. Also, naja. Ich lasse es mir jetzt auf jeden Fall mal schmecken. Wir haben 7.45 Uhr. Und, ja. Bei uns gibt es heute lecker Mittagessen. Aber das habe ich gerade erst fertig gemacht. Aber irgendwie sieht es heute aus wie Sau. Ich hätte vielleicht eine größere Pfanne nehmen sollen. Da kommt jetzt noch der Deckel drauf da. Und das prattert die ganze Zeit drunter, weil es einfach zu vollgestopft heute ist. Das sind die faulen Pelimini. Wer das Rezept haben will, schaut es einfach bei mir in der Playlist unter Rezepten. Faule Pelimini heißt es. Das habe ich euch schon mal abgefilmt, weil ihr fragt es bestimmt ganz sicher wieder unten in den Kommentaren. Und so wisst ihr gleich, wo ihr schauen müsst. Ja, aber das kocht jetzt noch 40 Minuten und dann tun wir erst Mittagessen.
Und Essenszeit. Meine faulen Pelimeni. Was denn? Das ist auch heiß. Das ist auch noch heiß. Muss man noch pusten, ja. Meine faule Pelimeni. Also wie gesagt, das Rezept ist in der Playlist. Die Kartoffeln sind diesmal so richtig gut. Also richtig kross hier an der Unterseite. Richtig, richtig gut geworden. Immer. Ist das hier verkauft? Dazu habe ich noch einen Salat gemacht. Einen gemischten Salat mit Schafskäse, Gurke, Tomate, Karotte, Eisbergsalat. Ja, weil ich da voll Bock habe, deswegen habe ich mir da noch ein bisschen Platz gelassen. Weil ich liebe das, wenn der Salat mit dem herzhaften Warmen zusammen ist. Das schmeckt einfach so, so lecker. Wir haben es jetzt 1:15 und wir essen jetzt erstmal. Nachtisch. Jetzt noch Milka-Schoki. Um 13.10 Uhr. Kinder haben jetzt Gummibärchen bekommen. Die Kleine sagt, sauer, sauer, dass sie das nicht mag. Und jetzt hat sie aus den Süßigkeiten schon gerade die rausgeholt. Weil die, sauer waren. Weil die eine die ganze Zeit beschwert hat, dass die zu sauer sind. auf jeden Fall esse ich mit, weil nicht, dass die Kinder noch zu viel kriegen. Ja, ihr wisst Bescheid. Wir haben es 3:50 Uhr. So, wir haben es 18.08 Uhr und bei uns gibt es jetzt einfach mal Reste. Gestern gab es ja Hähnchen bei denen mit Kartoffeln. Ich war ja nicht da, ich war ja auf meiner Superparty. Ich habe jetzt noch ein bisschen Speck und für Brotzeit ein paar Sachen rausgeholt. Dann die Reste von heute Mittag noch, die werden gegessen. Ja, dass halt alles so ein bisschen wegkommt und wenn es zu wenig ist, eben noch der Rest mit Brotzeit. Da habe ich jetzt halt zum Beispiel mir schon mal 2 Toasts aufgetoastet, weil ich auf jeden Fall Toast will. Und dann werde ich noch hier so ein bisschen Reste von Mittag essen. Ja, und mal schauen, was die Luana so isst, weil die hat jetzt gerade nur das Fleisch von da rausgepult, so wie man sieht, gerade den Teig da wieder reingeschmissen. Ja, die ist ein bisschen anders. Wir haben es 18.10 Uhr. Bin richtig ungeduldig gerade geworden. Wir haben es jetzt 7:45 Uhr. Haben die Kinder gerade ins Bett gebracht. Also mein Mann bringt noch die Kleine, ich habe die Große ins Bett gebracht. Geht's immer ein bisschen schneller. Und ich wollte jetzt unbedingt Schokolade. Und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich noch warten, bis die schlafen gehen. Und heute hat sich alles ein bisschen rausgezögert. Aber das ist die Tafel Schokolade, wo ich vorhin mal angefangen habe. Also die habe ich von heute angefangen. Es ist jetzt auch noch zu Ende. Und die habe ich ja gestern angefangen. Dann auch nicht mehr alt. Ja, ein paar sind noch drin. Auch nicht mehr allzu viel. Man sieht es gar nicht. Ja, das esse ich jetzt auf jeden Fall erstmal. Ja, ich kriege einfach von der Schokolade nicht genug und deswegen habe ich sie mir auch im XXL Vorrat gekauft. Habt ihr ja alle bestimmt im Food Hall gesehen. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt nochmal eine geholt. Also ich habe heute schon eine ganze geschafft. Mal schauen, ob ich noch die zweite Tafel schaffe. Vielleicht sollte ich es einfach nicht mehr kaufen, weil ich einfach zu viel konsumiere von dem Zeug. Aber es schmeckt mir ja. Also warum nicht? So, jetzt habe ich eindeutig die Schnauze voll. Für heute von der Schokolade. Mal schauen. Naja, nach süß kommt Herz auf. Jetzt habe ich doch... Also jetzt habe ich schon fast 2 Tafeln heute gegessen, das Stück. Also mir ist es jetzt so klebrig im Mund, dass ich das wirklich nicht mehr schaffe und nicht mehr will. Und ich habe aber Bock auf was Salziges gehabt, also habe ich mir Chips geholt. Das sind übrigens meine allerliebsten Chips. Weiß nicht, ich habe schon jegliche Chips ausprobiert, aber ich finde die Chips, für Funny Chips frisch, Funny Frisch Chips frisch, ach so ein blöder Name, ungarisch, also die hier, sind am allerbesten. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was eure Lieblingschips seid, was ihr für ein Fan seid. Vielleicht muss ich da mich mal durchtesten, muss ich mal eure Lieblingssorten testen. Ja, wir haben es 20.05 Uhr. Guten Morgen, wir haben es 10 Uhr, nein Quatsch, wir haben es 8:50 Uhr, so wollte ich sagen. Und ich esse jetzt, ich muss gerade noch ein bisschen was bearbeiten auf dem Handy und habe mir jetzt gerade schnell die Schokolade geholt als erste Mahlzeit dieses Tages. Einer hat sich in den Kommentaren beschwert, dass ich immer, wenn ein neuer Tag anfängt, immer so laut Guten Morgen sage. Das mache ich, damit ich es leichter habe beim Schneiden, dann weiß ich immer genau, wann der nächste Tag anfängt. Also es tut mir leid. Oh, ich verhungere hier fast. Keine Ahnung, jetzt muss ich gerade noch Bügelperlen mit den Kindern machen, weil die Luana das unbedingt mit mir zusammen machen wollte. Und natürlich mit 2 kann man halt noch nicht Bügelperlen auch nicht richtig machen. Und wir haben schon 14.27 Uhr und mein Mann hat mir jetzt lieberweise schon mal einen Leberkäse angebraten. Da sind die Bügelperlen, wo wir gemacht haben. Ein Delfin und ein Pferd haben wir auch gemacht. Soll ich das Pferd auch zeigen? Oh nein. Pferd, wo gerade ein bisschen kaputt gegangen ist. Ja, kleben wir mit Tesa. So, jetzt werde ich aber erstmal essen. Leberkäse esse ich immer mit Ketchup oder süßem Senf. Ich glaube, ich werde 2 Semmeln essen, einmal mit süßem Senf und Ketchup.
Boah, hier sieht's aus. Ihr denkt schon, was ist das für ein Schweinestall? Hier liegt dann noch der Teller rum mit der Gurke. Und die schneiden wir halt immer ab, weil das dann halt das ranzige Stück ist. Und auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal, also ich habe gerade eine Leberkässemmel mit süßem Senf gegessen. Und jetzt habe ich mir noch eine Semmel mit Butter, Marmelade und Käse gemacht und die andere Hälfte mit Nutella, sozusagen als Nachspeise. Ja, ich sag's euch, Leute, hier steht alles rum. Hier steht wie immer die Pfanne. Hier liegt irgendwo Geschirr rum. Hier lauter Brösel. Ja, wir hatten halt jetzt alle Hunger und es musste schnell gehen, ne? Und die nächste Semmel esse ich um 14.40 Uhr. 15.03 Uhr und ich habe mir jetzt halt mal die ungarischen Chips geholt, weil ich irgendwas snacken will. Die Mädels spielen gerade die ganze Zeit total beschäftigt, ihr Playmobil, und ich will irgendwas snacken. Ja. So, wie immer, nach was Salzigen brauche ich was Süßes. Jetzt habe ich mir die Karamellschokolade. Ihr könnt, also ich glaube, ihr flippt irgendwann aus mit meinem Essverhalten. Weil wenn, dann habe ich immer von einer bestimmten Sache eine Sucht. Esse so lang, bis es entweder nicht mehr im Angebot ist oder bis ich keinen Bock mehr drauf habe. Und das ist immer so. Aber wer mich länger verfolgt, ihr wisst das ja. Diesmal habe ich jetzt mir wieder die Karamellschokolade geholt. Wir haben es jetzt seit 15.10 Uhr. Ich bin gerade alleine zu Hause, weil ich meine große Tochter zum Turnen gefahren habe. Die turnt ja immer. Und mein Mann dachte, weil ich dann auch nicht zu Hause bin, dass er dann allein zu Hause ist mit der Kleinen und dachte sich, er geht seine Mama besuchen. So, ich habe aber mich umentschlossen, bin wieder heimgefahren und jetzt habe ich sturmfrei hier. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich esse mal so ein Gipfelstangerl-Dingsbumsel da. Wir haben es jetzt 16:45 Uhr. Jetzt habe ich mir die Goldbeeren geholt, die sauren, die sind auch sehr, sehr lecker, finde ich. Irgendwie schmecken mir die sogar gerade besser als die normalen. Und wir haben es, 5:05 Uhr. So, zum Abendessen habe ich heute was wieder mal ganz Schnelles gemacht. Nudeln mit Gemüse, heißt Mais, Erbsen und Karöttchen. Ein bisschen in Butter angeschwenkt und Leute, es schmeckt sehr, sehr lecker. Ich habe noch überlegt, ob ich Tomatenmark dazu machen soll. Aber das mag die Kleine nicht so gern, deswegen habe ich es lieber gelassen. Die mag es irgendwie nicht, wenn die Nudeln rot werden. Keine Ahnung warum. Wir haben 17:45 Uhr. Nein, schau, muss die Film mit dem Rucksack anhaben. Beim Essen. Ja, unsere kleine Schildkröte hat immer einen Rucksack beim Essen an. Also nicht immer, aber heute auf jeden Fall. Ja, wir essen jetzt. Nerv ich euch eigentlich mit der Schokolade schon? das ist der Rest, was ich vorhin nicht mehr gegessen habe, irgendwann vorhin. Den werde ich jetzt aufessen. 9:25 Uhr. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es ist schon 14.21 Uhr, mein erster Arbeitstag. Ich habe jetzt Mittagspause und das schlage und nehme auch nur noch 10 Minuten, weil bei McDonald's hat es so ewig gedauert. Ich habe mir einmal Nuggets und einmal eine kleine Pommes geholt und die werde ich jetzt ganz, ganz schnell essen und dann werde ich weiterarbeiten. Oh, ich bin zu Hause und ich habe jetzt noch die Reste, was ich noch nicht geschafft habe zum Essen, weil ich meine, die Mittagspause ja so schnell zu Ende war, weil ich ja ewig bei McDonald's stand. Wir haben es jetzt 7:20 Uhr und ja, nicht mal meine Süß-Sauer-Soße habe ich geöffnet. Mir einfach nur ein paar Pommes vorhin reingeschnipst und ich habe Hunger ohne Ende. Also ich fange jetzt gerade an zu essen. So, mein Essverrei geht weiter, weil ich muss ja einiges nachholen. Ich habe heute echt wenig gegessen. Mein Mann hat heute gekocht oder was für die Mädels gemacht. So, das schmeckt voll lecker. Diese russische Wurst mit Ketchup, Toast und überbacken im Ofen. Und Leute, das ist so, so lecker mit dieser russischen Wurst. Wir haben es mittlerweile 7:15 Uhr. So, jetzt habe ich gerade die Kinder ins Bett gebracht und jetzt genieße ich noch so einen leckeren Maßriegel-Nachmacher. Schmeckt echt so richtig, richtig lecker. Ist halt von Lidl, die Nachmacher. Wir haben es jetzt 7:35 Uhr. So, jetzt habe ich mir noch ein Schokobrötchen geholt. Also Leute, es geht heute bestimmt so weiter, weil ich muss einiges vom Tag nachholen. Wir haben es 8:45 Uhr. So, ich gönne mir jetzt halt, ich habe schon wieder im Kühlschrank gesucht, im Süßigkeiten-Schrank, im Vorratsschrank, überall. Und dann in der Gefriertruhe und dachte mir, oh geil, ja, ich habe ja letztens das, war runtergesetzt, sogar 30 Pfund günstiger, das Daim-Eis gekauft und davon gönne ich mir jetzt eins. Es ist sehr gut, dass ich da eins mitgenommen habe. Oh, ich zeige euch gleich, wie es ausgepackt ausschaut. Oh, schaut euch das leckere Eis an. Und was seht ihr hier? Karamell. Ja, wir haben es 8:50 Uhr. Lass ich mir jetzt schmecken. Ich habe schon mal angefangen hier zu futtern. Habe ich ganz vergessen gerade.
Ich esse gerade die Chips frisch. Also, mein Gott, 3 Chips habe ich schon gegessen, bevor ich gefilmt habe. Aber ich bin es natürlich jetzt so gewohnt schon. Wir haben es 21.10 Uhr. Guten Morgen. Ich habe mir, heute gibt es kein Sonntagsfrühstück, weil wir voll spät aufgestanden sind, obwohl heute Sonntag ist. Wir haben es jetzt 10.15 Uhr. Ich habe mir jetzt halt ein Brot gemacht mit unten drunter gesalzener Butter und auch hier unten drunter gesalzener Butter mit Nussetti. Und das ist die leckere Salami, die ist von Wittmann. Die ist, ich liebe diese Salami, diese Rauchsalami nennt sich das ja, mit Kehrgartenbutter. Auch meiner liebsten Butter. Oh, ja, und das ist ein Vollkornbrot und das lasse ich mir jetzt schmecken. 10.29 Uhr und ich habe mir jetzt so einen Marsriegel geschnappt. Und noch eins. Wie viel Uhr haben wir es denn? 11:15 Uhr. Ich habe jetzt Hunger bekommen und habe irgendwie voll Bock auf den Salat gehabt und habe mir echt die Mühe gemacht, einen geschnippelt. Meistens bin ich ja immer viel zu faul, mir einen zu schnippeln und esse dann lieber irgendwas anderes, was schneller geht. Aber ich habe mir jetzt echt mal einen Salat gemacht. Wir haben 15.07 Uhr. Haben wir noch so ein bisschen Toast angetoastet. Das mische ich unten drunter, finde ich immer voll geil. Mit also wie so ein Brotsalat. Also ich liebe das voll. Das Brot saugt sich dann mega mit Essig voll und dann schmeckt das nochmal viel, viel besser. Und ansonsten ist Eisbergsalat und Karotte. Wir haben auch Gurke und Paprika und Tomaten da, aber ich hatte irgendwie keine Lust. Ich hatte nur Bock auf Eisbergsalat und Karotte. Gerade gehabt mit, gell? Ist viel Essig. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Die Dinger sind einfach göttlich, sage ich euch. Wir haben es jetzt 15.20 Uhr und ich glaube, das ist mein dritter heute schon. Und die Esserei geht's weiter. Jetzt habe ich mir Chips, frisch ungarische Chips geholt. Wir haben es 15.36 Uhr. Heute gibt es kinderfreundliches Abendessen. Kartoffelpüree mit Brokkoli und Dinos, also so Chicken Nuggets sind es. 18.01 Uhr haben wir es. 19.27 Uhr und ich habe mir jetzt die Milka Karamell geholt. Muss aber ganz leise reden, weil hier noch jemand wach ist. Aber die schaut Fernsehen, die bekommt eh nichts mit. Wir haben es 7:45 Uhr. Übrigens habe ich die ganze Tafel Schokolade aufgegessen. Das interessiert ja immer ganz voll viele. Das schreiben dann voll viele immer in die Kommentare, wie viel ich denn dann von der Schokolade gegessen habe. Ich habe die ganze aufgegessen. Ja, jetzt bin ich auch voll mit Schokolade. Jetzt habe ich Bock auf was Saures und deswegen habe ich mir die Gummibärchen hier geholt. Da sind jetzt auch nicht mehr so viele drin. Also ich schätze mal, dass ich die auch ganz aufessen werde. Die sind voll lecker übrigens. Und wir haben es 7:50 Uhr. So, extra die Käsescheibe nicht für euch auf die Couch gepflegt. Spaß. Also Käsescheibe mag ich selber nicht auf der Couch, weil da sind ja dann die ganzen Fusseln und Zeug auf meiner Käsescheibe. Das zieht ja magisch an. Aber das Ding habe ich kein Problem damit, ne? Das kann da auch drauf liegen. Auf jeden Fall habe ich mir eine Scheibe Käse geholt und diese Drehpizziner oder, nee, irgendwie heißen die anders, Beißer oder irgendwas. Und wir haben es 21.15 Uhr. Wir haben es 20.15 Uhr. Ich weiß nicht, wie ich auf 21.15 Uhr komme. Guten Morgen, wir haben es 8 Uhr und mir ist irgendwie ein bisschen schlecht, deswegen habe ich mir jetzt halt ein Schokokaramell mal geholt, habe schon angebissen und hoffe, dass es mir jetzt dann gleich ein bisschen besser geht. So, heute gibt es lecker, lecker, lecker Abendessen. Hähnchencurry und das ist so, so lecker. Das habe ich letztens auf einer Tupperparty gegessen und Leute, das ist einfach köstlich mit Kokosmilch und... Oh, genial, lecker. Wir haben es jetzt 17.28 Uhr. Boah, ich habe mir jetzt gerade so ein mega, mega geiles Sandwich gemacht. Mein Mann hat nämlich einen Semmel gemacht. Sieht natürlich nicht so gut aus wie meine. Aber meine ist der Hammer mit Gurke, Remoulade, Käse, Rauchsalami. Ja, und wir haben es 7:05 Uhr. Jetzt habe ich die Cornflakes ausgepackt. Erst habe ich mir gedacht, was esse ich denn, was esse ich denn? Und dann dachte ich mir, oh ja, die Cornflakes, da habe ich jetzt Bock drauf. Wir haben es jetzt 20.30 Uhr. Also das sind diese Kelloggs mit gezuckertem Ding. Die schmecken richtig, richtig gut. Ja, die kenne ich noch aus meiner Kindheit. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es 7.37 Uhr und meine Tochter hat heute Geburtstag. Und deswegen gibt es hier Muffins. Die hat sie jetzt mit in den Kindergarten genommen. Die fahren jetzt gerade in den Kindergarten. Und da feiert sie natürlich dann auch nochmal. Dann haben wir gestern ganz viel gebacken und jetzt muss ich den erstmal probieren, ob das auch wirklich gut ist für den Kindergarten. Weil gestern Abend habe ich sie gar nicht mal probiert. Ah, die sind so, so lecker. Das Rezept muss ich euch geben. Das wurde ja mit Öl gemacht. Die sind richtig, richtig saftig. Also mega. Wir haben es jetzt 7:08 Uhr und ich esse schon den zweiten. Naja, ganz viele habe ich nicht mehr. Ich habe die meisten in den Kindergarten mitgegeben. Und der nächste, oh, die sind echt köstlich. Wir haben es 8 Uhr, kurz nach 8 mittlerweile.
Die letzten zwei esse ich jetzt auch noch, weil dann sind sie weg, weil die stehen doch hier einfach so verloren und einsam, ne? Wir haben es 11.10 Uhr mittlerweile schon. 13.31 Uhr und ich habe mir jetzt halt so einen Repiziner, was weiß ich, was das für ein Teil ist, halt so eine Riesenwurst. Und ein Stück Gouda-Käse. Ja, ich liebe es, Käse am Stück zu essen. Ich weiß nicht, steht da immer voll drauf. Und das werde ich jetzt erstmal essen. So, jetzt esse ich mal meinen angefangenen Schokoriegel hier zu Ende. Und wir haben es 14:45. Happy. So, jetzt habe ich mir das von gestern warm gemacht. Also ich finde es ja mega, mega lecker. Der Rest von der Familie findet es jetzt nicht so ganz so lecker. Schmeckt nicht ganz so wie auf der Tupperparty, weil auf der Tupperparty waren noch Pilze, Paprika und sowas mit drin. Aber das mag ja hier keiner, deswegen ist nur Ananas und Fleisch hier mit drin. Aber auch das schmeckt leider nicht jedem, aber mir immer noch voll gut. Wir haben es 14.30 Uhr und das werde ich jetzt erstmal essen. Ich habe mir jetzt so eine Schüssel Cornflakes geholt und die werde ich einfach so ohne Milch snacken. Das ist so, so lecker. Wir haben es jetzt 20:05 Uhr. So, wir sind bei McDonald's. Wir haben es kurz nach 5 oder so. Meine Tochter hat heute ja Geburtstag und sie hat sich gewünscht, dass wir im McDonald's, sogar im McDonald's essen. Also nicht nur McDrive fahren, sondern im McDonald's essen. Ich habe auch ein Happy Meal und mir zwei Chicken Burger hier zum Happy Meal dazu genommen. Und im Happy Meal sind ganz normal Chicken Nuggets und Pommes. Wo sind sie denn da? Pommes, ja. Und das werden wir jetzt halt erstmal. Und natürlich obligatorisch die Cola Light dazu. Und das werden wir jetzt erstmal essen. Achso, und Apfelstücke habe ich bei mir im Happy Meal noch. Ja. So, 7:50 Uhr haben wir es. Irgendwie fühle ich mich proppenvoll von dem McDonald's-Zeug. Natürlich habe ich wieder die ganzen Reste von den Kindern aufgegessen, wie immer. Aber hey, ich habe trotzdem irgendwie Bock auf was Süßes. Deswegen haue ich mir jetzt die Milka Karamell rein. Die geht einfach immer. Die geht immer. Obwohl ich wirklich so... Kennt ihr das, wenn ihr viel gegessen habt und ihr euch so übelst voll fühlt? So. Aber mir fehlt halt was, ne? Und deswegen Milka Karamell. Ja, 7:50 Uhr haben wir's. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es noch ganz früh, 8:01 Uhr, aber mir knurrt der Magen irgendwie. Ich habe Hunger und deswegen habe ich mir jetzt gerade ein leckeres Sandwich gemacht mit Salami, Käse, unten drunter Butter, Gurke, Salatblatt und Remoulade. Und ich finde das, also getoastet habe ich mir das Ganze auch noch. Hier steht der Toaster. Und ich finde das einfach genial. Irgendwie hat mein Mann das so schwach eingestellt, dass nicht mal braune Stellen da sind. Aber trotzdem ist es getoastet und das ist so, so lecker. Und das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Natürlich gibt es noch eine Nachspeise nach meinem Brot. Aber es sind nicht mehr viele. Also es sind das, was ich gestern Abend nicht mehr geschafft habe. Weiß nicht, dann wollte ich einfach nicht mehr. Und das esse ich jetzt noch auf. Und wir haben es Viertel nach acht. So, diesmal gibt es es aus der Schüssel. Es ist jetzt wirklich der Rest. Das ist jetzt schon, glaube der dritte Tag, wo ich das esse. Aber irgendwie hat es nur mir geschmeckt und deswegen war ich jetzt der Resteesser. Und jetzt habe ich das auch jetzt in der Dose eben gelassen, weil das so der letzte Rest ist. Das schaffe ich auch, die Portion. 15.13 Uhr haben wir es und ich esse mein Hähnchencurry, was ich ja persönlich eigentlich lecker finde, auf. Ja, genau. Natürlich brauche ich wieder was Süßes und ich habe heute ja bei Action diese Raffaello-Nachmache mitgenommen. Die kostet 1,19 Euro und bin echt gespannt. Oder 1,17 Euro. Ach, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Bin gespannt, drei Stück. Drei nehme ich mir raus und ich werde euch berichten, ob man die kaufen kann, die Nachmache, oder nicht. Wenn ja, dann ist es eine günstige Alternative zu Raffaellos, ne? Wir werden es testen. Wir haben es jetzt 3:55 Uhr. Jetzt geht sogar der Blitz an, weil heute so ein schreckliches Wetter ist. Also ich habe sie jetzt das erste schon mal gegessen und muss sagen, sie schmecken wie Raffaello, aber Raffaello ist, weiß ich nicht, der Keks irgendwie weicher oder ich weiß nicht, wie man reinbeißt. Also ein bisschen anders, aber fast identisch, also minimal anders. Also man kann es definitiv kaufen. Also könnt ihr ausprobieren. Aber minimal anders sind sie schon. Raffaello ist ein Ticken besser, würde ich dazu sagen. Aber wenn ich euch das mal so hinhalte, mit dem Blitz sieht man es nicht. Sieht man überhaupt nicht mit dem Blitz. Es sieht halt einfach ganz genauso aus wie Raffaello, ne? Gut, man sieht nichts mit dem Blitz. Aber ich sage ja, vom Aussehen fast genauso wie Raffaello. Abendessenzeit. Bei uns gibt es jetzt Kartoffeln mit Hackfleischbällchen und Karotten. Und wir haben es 17:45 Uhr. 19:03 Uhr und ich habe mir jetzt ein Schokocroissant geholt. Also heute bin ich der Resteesser schlechthin heute. Wir hatten noch jetzt im Kühlschrank, das gestern übrig geblieben, einen Chickenburger und ein paar Pommes.
Und die werde ich jetzt essen um 19.08 Uhr. So, jetzt kann ich auch ein bisschen langsamer reden. Ihr habt mein 7-Tage-Food-Diary, mein 50. Woo! 50! Leute, 50! Was ist das für eine Zahl? Das ist mega. 50. Food-Diary von mir gesehen. Und natürlich beantworte ich jetzt am Ende ganz langsam, Lisa. Wir sind am Ende des Videos. Jemand, der kein Interesse hat, der kann jetzt einfach abschalten. ja, manche mögen das Gequatsche halt nicht, ne? Die wollen einfach nur mein Essen sehen, aber mich nicht quatschen hören. da war eine Frage, und zwar von der Franzi N. Die Frage nach dem Blutwert kam schon ein paar Mal. Viele Grüße. Also, okay, wenn euch das so interessiert, nach meinen Blutwerten. Meine Blutwerte sind bestens und super. Und natürlich lasse ich die auch regelmäßig kontrollieren. Und was heißt regelmäßig? Weiß ich nicht. Aber halt, die hat man auf jeden Fall schon mal kontrolliert. Und da war jetzt nichts Auffälliges. Nichts, wo nach Diabetes oder was weiß ich, nach Fettleibigkeit oder was weiß ich, was man in den Blutwerten sehen kann. Aber da war auf jeden Fall nichts Auffälliges. Das letzte Mal wurden sie kontrolliert. Kann ich euch ganz genau sagen, wo mich eine Zecke gebissen hat. Und das war vor 1,5 Jahren ungefähr. Ja. Wie oft testet man seine Blutwerte? Soll ich nochmal zum Testen gehen, nur für euch? Keine Ahnung, aber testet man doch nicht so häufig, oder? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie häufig ihr eure Blutwerte testen lasst. So, und da die Frage ja relativ kurz beantwortet ist, beantworte ich gleich nochmal eine Frage. Und zwar von der Enoffi, die Frage habe ich auch schon öfters beantwortet. Wie viel wiegst du? Also ich wiege meistens so 52, 53. Ja, das variiert. Mal 51, das variiert immer so. Ab und zu habe ich Bock. Bei uns oben im Schlafzimmer steht die Waage. Die steht halt einfach rum. Man muss sie einfach nur draufstellen und dann geht sie an. Manchmal habe ich da Bock und stelle mich drauf. Aber es ist immer gleich. Also von 51 bis 53 ist alles dabei. Also mehr eigentlich nicht, außer ich war wieder im Urlaub und habe wieder gefressen wie ein Scheunendrescher. Wobei dann ganz viele gesagt haben, das war auch ganz viel Wasser. Aber ansonsten ist es eigentlich gleichbleibend. Und ich bin aber auch nicht so freaky, wo sich jeden Tag draufstellt, um ehrlich zu sein. Habe ich früher gemacht. Habe ich echt früher gemacht, wo ich immer gedacht habe, ich muss abnehmen. Oh ja. Und ich muss auf meine Ernährung achten und keine Ahnung. Da war ich wirklich freaky und habe mich jeden Tag draufgestellt und dachte mir, boah, das kann doch nicht sein. Schon wieder 500 Gramm mehr. Oh nee, es geht doch nicht. Und am nächsten Tag habe ich mich gefreut. Wow, 500 Gramm weniger. Also total idiotisch. Ich glaube, man darf sich gar nicht so oft wiegen. Ich mache das sporadisch. Keine Ahnung, wenn ich mal Bock habe, dann stelle ich mich auf die Waage. Aber es ist gleichbleibend. Und so regt man sich da auch nicht so auf. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich nicht jeden Tag zu wiegen. Da macht man sich ja echt fertig mit der Welt, oder? Also solange die Hosen noch passen und die Oberteile und die Tops und so, was ihr so im Schrank habt, dann ist doch alles gut. Was das Gewicht, was spielt das eigentlich für eine Rolle, dieses blöde Gewicht? Die Knochen von jedem sind sowieso unterschiedlich. Ich wiege 52, eine Freundin von mir wiegt 62, sieht aber genauso aus wie ich. Oder andersrum, eine Freundin von mir wiegt 48, sieht aber auch genauso aus wie ich. Wisst ihr, was ich meine? Also das Gewicht spielt absolut keine Rolle. Macht euch da nicht verrückt, wer sich da verrückt macht. So, jetzt habe ich 2 Fragen beantwortet. Jetzt habe ich immer noch ein paar Fragen, die ich nicht beantwortet habe. Aber fürs nächste Video, oder? Ich hoffe, euch hat das wieder Spaß gemacht. Über einen Daumen. Ihr wisst, freue ich mich immer. Ich freue mich auch, wenn ihr bei Instagram bei mir vorbeischaut. Da kriegt ihr auch mal ab und zu ganz aktuelle Sachen mit, was ich auch gar nicht so auf YouTube poste, sondern einfach so, was sich halt nicht lohnt, auf YouTube zu posten, ne? Da kriegt ihr sowas mit. Also Lisa Schnapper, folgt mir gerne auf Instagram. Ich würde mich freuen. Ich will endlich auf Instagram die 10.000 erreichen, dass ich so ein Swip abmachen kann. So Swip, kennt ihr das? Swip. Ja, das kann man erst mal ab 10.000 Abonnenten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme da nie hin. Aber vielleicht in 10 Jahren bin ich bei 10.000. Helft mir dabei, teilt meine Videos, teilt mich, damit ich das bei Instagram schaffe. Ja, das würde mich freuen. Also ihr könnt gerne einfach teilen über WhatsApp, euren Freunden, über keine Ahnung. Einfach teilen. Was laber ich heute eigentlich? Also egal. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Genießt den Sonntag, genießt den Tag. Und ihr liegt wahrscheinlich noch alle im Bett, wenn ihr das Video seht, oder? Und wenn ihr eine Frage habt, fleißig unten reinstellen. Ich beantworte es wieder im nächsten Video. Und jetzt wünsche ich euch aber wirklich einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.